Dann wollen wir mal ausflippen. Durch die Führung von Astral hatten sich Yumas Duellfähigkeiten erhöht. Doch sein neuer Erfolg zog auch neue Rolanden heran, die sich fokussierten, Yumas Nummerkarten zu gewinnen. Ein solcher Konkurrent war Flip Turner. Und als Flip feststellte, dass Yuma mehr als eine Nummerkarte hatte, wurde sein Fokus noch klarer. Ich glaube, es gibt eine Menge anderer Nummern. Umso mehr für mich zu schnappen. Was ist es mit dir? Warum musst du immer so gemein sein die ganze Zeit, Flip? Ich bin nicht gemein. Die Welt ist... Und ich... lernte es auf die harte Tour, Yuma. Du weißt nicht, wie oft meine sogenannten Freunde mich aus meinen Karten ausgetrickst haben. Das ist, als ich merkte, dass immer etwas los ist auf der Kehrseite. Also nutze ich den Vorteil, wenn meine Feinde vorgaben, nett zu sein, aber waren in Wirklichkeit gemein. Würde ich behaupten, fair zu sein, aber würde in Wirklichkeit betrügen. Und ohne Scheitern hat es immer funktioniert. Ich habe alles gewonnen, auch Duelle, in denen der Sieg am meisten zählte. Aber das ist es, wo du dich irrst, Flip. Beim Duellieren geht es nicht nur ums Gewinnen. Es geht darum, Spaß zu haben. Und das Beste, was du kannst, zu geben. Genau. Diese, sowie die andere Arc, also die andere Storyline, also Arc 5, da geht es wirklich darum, einfach Spaß zu haben am Duellieren. Verräterische Schwerter von mir rudern. Oh, ich habe so 6. Habe ich 2 Xyz da? Oh! Nee, ich habe. Alter, wie viele Nummern ich habe. Und Babytrier, Tiragon. Ich glaube, der Effekt von der ist ziemlich gut. Leviathan-Drachen kommt ja auch. Es gibt ja 100 Nummernkarten. Die schaffen es doch niemals alle in einem Spiel, oder? Obwohl, vielleicht doch. Ich will sie auch sammeln, alle Nummernkarten, die es gibt. Aber es gibt ja nicht nur Nummernkarten als Xyz. Utopia. Generell so ein Utopia-Deck ist mega heftig. Na gut. Ich muss erstmal mit den verräterischen Schwertern klarkommen. Aua. Rankommen. Noch kann ich so schön haben.
glaube, das Spiel will darauf hinaus, dass ich erstmal diese Sims mache. Ich kann noch 1000 dazu. Vor der Stufe 1 findet dieser Karte. Ein Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet wird, kann die Life des Gegners ja, nice! Und er kann nichts dagegen tun! So zu schwach jetzt gerade. Er will doch nicht tatsächlich. Verstärkung für die Armee. Der ist gerade mal 1500. Es darf keiner. Aber komm, holen wir uns die Gangola. Oder die Gagaga. Okay, nein! Na, ich kann aber nicht, weil ich keine hab. Ah. Ich habe 2 Stufe 4. Also tue ich es ins Überlagerungsnetzwerk. Oh. Exzise Schucke. Nummer 39, Utopia. Das ist das Gefährliche an Utopia. Man muss sie, glaube ich, dreimal angreifen, damit man sie töten kann. Oder zweimal reicht, glaube ich, weil er kein Material mehr hat. Egal welchen Angriff. Nein. Warum sollte ich meinen eigenen Angriff annullieren? Oh Scheiße, das. Der scheiß schiefer Krieger. Egal. Weiter geht's.
Ich könnte den zum Beispiel zu Stufe 4 machen. Und noch einen weiteren Utopia beschwören, falls nötig. Obwohl, ich habe nur einen Nummer 1 genommen. Nummer 29 war das? Ja, ich habe sonst nur noch Nummer 1 und Nummer 3. Ah ja. So, jetzt kann ich auch mit den anderen angreifen. Au. Hör auf, mir weh zu tun. Dein Friesesbrot kannst dir die Tonne kloppen. Ah, er versucht's immer wieder. Wenn jetzt gerade nochmal spawnen wird, und auch gedeckt wird, du kannst dann noch zwei Stufe 1 machen. Zurück auf die Hand mit dem Ding. Jawohl. Somit hat er kein Monster mehr. Lol. Was? Come on. Yeah, das ist wie du fliegst. Ah, oh, das ist doch nicht dein Spruch. Oh, warum diese Übersetzung? Wer ist dafür verantwortlich? Konnten die nicht nochmal an der Übersetzung arbeiten? Alle meine Tricks und doch habe ich verloren. Du hast meinen Respekt den richtigen Weg verdient, indem du nicht betrogen hast. Das möchte ich gut im Inneren anfühlen, nicht wahr? Ja, ich werde neu starten. Wow, einfach so, zack. Ich habe verloren, weil ich mal nicht betrogen habe.
Aber hey, es ist okay. Ich mache einen Neustart. Das würde nie jemand machen, der betrügt. Ganz ehrlich. Neues Deck, neues Herausforderungsdeck, neuer Deck-Avatar. Ich muss ein paar. Ich muss die Deck-Avatare auch mal einstellen. Der